Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Was? Ich wollte darauf. ETS. Warum verschwindet bei OBS, wenn man auf das This Tray-Icon drückt, die Vorschau? Was ist das schon wieder für Müll? Naja. So, Karriere vor. Warum informierst du mich jetzt, nachdem wir bereits 3 Stunden gespielt haben? Dominion Academy Teachers Play, deine Mutter und dein Vater? Ja, ist ja gut, okay. Ist sogar noch die gleiche Version, also hat sich nicht mal die Version aktualisiert. Weißt du, kommt mal wieder. Möchtest du Internet? Achso. Nein, da. Kommt wieder, wenn das Ding deutsch ist. Das war gerade ein schöner Auflieger. Ja. Ach schon, diese Krone E-Trailer. Ist das die. Aber dieses E steht nicht für Electrics oder so. Also, Auflieger sind eh nicht elektrisch, aber Auflieger, die speziell für Elektro-Trucks gedacht sind. Keine Ahnung, was anders sein könnte. Aber das E steht eh für Economy. Also, ja. This converted between Chrome Trailers and Trailer Dynamics has resulted in a special electrified trailer? Was? Die sind ja doch elektrifiziert. That reduce the diesel concept. Was? Diesel consumption CO2 emissions of a semi-trailer tractor by 20, 40%. Wie soll ein Auflieger. Ein Auflieger hat doch gar keinen Motor. Was labern die? Oder haben die jetzt Hilfsmotoren, dass der Auflieger selber auch antreibt? Ich habe Fragen. Und Angst. Wow. Gut, wir wollen jetzt mal Karriere fortsetzen. Das, E-Trailer. Haben wir sowas schon? Ist das spezielles DLC, was ich kaufen muss? Habe ich mir schon ewig keine DLCs mehr gekauft. Einfach zu voll dazu. Mal gucken. Katalog. Auflieger, 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 Auflieger. Krone, 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 Krone. Ne, also hier ist nichts mit I. Ist also wahrscheinlich ein extra DLC, was man kaufen muss. Schade. Aber wie viele Firmen es mittlerweile gibt. Und ich glaube, da sind jetzt vor kurzem auch noch 2 dazugekommen, die ich auch noch kaufen muss. Es gibt mittlerweile so viele Auflieger. Holy shit. Na genau, und das sind hier die Auflieger, die ich meinte, diese Schuttauflieger. Für die nutzt man in der Regel zweiachsige LKWs, also welche, die 2 Hinterachsen haben. Aber eben so Standardauflieger. Daher muss man eigentlich in der Regel keine doppelachsigen Auflieger LKWs. Da ja, da auch, da erst recht, da nein. Naja. So, dann wollen wir mal die letzten paar Kilometer fahren. So viel ist da nicht mehr. 12.000 bekommen wir, ne, der 13. Okay, wir fahren los. So, wo geht's hier eigentlich raus? Geht's da hinten raus oder kann ich da raus? Ich habe keine. Ich fahre einfach mal da raus. Da ist links oder rechts? Ich fahre mal sagen links. Straße ist frei. Wir haben gar keine Musik an. Das müssen wir mal direkt korrigieren. So. Ey, was ist mit dir los, armer Nacken? Jetzt war hier voll bei den Fischer. Über dieser Sonntagsfahrer. Oh, was bauen sie da für eine schöne Rinne? Hi. Das ist so eine Baustelle. Bitte links.
Aber wir sind eine andere Strecke gefahren, als ich dachte, ne? Früher ist man noch irgendwie anders gefahren. Ich bin da einfach nur die Strecke überarbeitet. Weiß ich gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Ja. Gehen wir gut in der Zeit, easy. Istanbul. Hm. Balkonentdecker. Ich hab nicht mal einen Balkon. Was labern die? Was heißt EDS? Die Ausfahrt rechts. Ah, hier sind keine Strecken. Bitte links halten. Rechts halten und dann links halten. Bitte links halten. Was habe ich doch noch nicht gesehen? Das hat doch rote Schild unterbrochen.
Demnächst links abbiegen. Biege nach rechts ab. Da fahr doch, Junge. Halt nicht. So eng hier alles. Apropos eng. Ist schon offen? Ja. Oh, das passt. Easy. Let's go. So, wo muss ich hin? Hallo? Gelber Strich? Hä? Hä? Wo muss ich hin? Laut Pfeil muss ich... Wo stehe ich? Ich stehe jetzt hier. Achso, da geht's noch weiter rein. Ah, okay. Das heißt, ich muss da durchs Tor und dann müsste ich es sehen. Und sieht man's? Ja, da hinten. Na, weiß ich ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh. Und wieder eine Fracht erfolgreich abgeliefert. Was haben wir denn so? Ja, nehmen wir mal als richtige Fracht. Let's go. So, damit haben wir jetzt wieder 10k. Sehr geil. Dann holen wir mal wieder eine etwas lukrativeren Auftrag. 35, das klingt doch geil. Einmal da hinten lang. Mal gucken, ob es noch was Schöneres gibt. Oh ja, aber überall 28. Wow. 37. Wow. Juhu. Das ist einmal. Boah, Alter. Das ist ja. Wow. Ich weiß nicht warum. Ich meine, hier unten waren wir überall noch gar nicht. Ist alles unbekannt. Irgendwie. Denke ich ja. Let's go. So früh schon eine richtig lange Mission. Let's go. Und zwar mit einem moderneren DAF. Mit einem neueren DAF. Schnieke. Haha. Elektrisch Rückspüler, Diggi. Oh, da wird sogar eine hier runter. Ja. Da. Die Kamera, die nach unten strahlt. Das ist da die dritte. Die da oben. Lul. So, wie kommen wir am dümmsten raus? Ich würde mal sagen, einmal drum herum fahren, ne? Ja doch, genau. Der Ausfahrt ist da oben links. Dann hoffe ich mal, dass wir hier auch rauskommen. Oder hätten wir darauf gemusst? Oh ja, da hätten wir auch... Ah ne, das ist gesperrt. Okay. Also müssen wir hier richtig sein. Ja, zumindest von der Ausfahrt. Okay. Na, ah, sieht richtig aus. Wow. Hellblau. Alter, das ist hier hucklig. So hucklig sieht die Straße gar nicht aus. Immer geradeaus. Oh. Wird gar nicht transparenter. Demnächst rechts abbiegen. Ist schon transparent. Biege nach rechts ab. Demnächst links abbiegen.
Biege nach links ab. Haben wir jetzt verfahren? Ich weiß gar nicht, haben wir verfahren? Nee, hier geht eigentlich rechts vor links. Also, können wir fahren. Nein! Scheiß Dreck. Ich sehe die Ampel gar nicht. Wo ist die Ampel überhaupt? Da hinten. Warum trinkst du? Junge, ich hol dich gleich. Was trinkt der die ganze Zeit? Achso, weil ich blinke und er denkt, dass ich da abbiegen möchte. Ja gut, das macht Sinn. Lass mich durch? Ja, das sieht so aus. Keine Ahnung. Ah, doch, das ist gut. Ich bin schon wieder verwirrt. Total. Guck mal, da unten sieht man es auch, da ist Orange auf der rechten Seite. Das heißt, wenn ich jetzt blinken würde, während es orange ist, würde er wahrscheinlich die ganze Zeit piepen. Oder so. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Ja, ist ja gut. Aus jetzt! Biege nach rechts ab. Warum sieht man die Ampeln hier nicht? Was ist das für eine scheiß Stadt? Achso, sind da diese Leuchtstreifen, ne? Ah, genau, jetzt ist er grün geworden, also wollen wir jetzt fahren. Dieses Ding geht mir irgendwo noch. Also nicht irgendwann, geht mir jetzt schon auf den Sack. Was ist da los an meiner Köln? So nervig habe ich es gar nicht in Erinnerung. So, da sind auch keine Schranken, sehr schön. Kilometer. Boah, da brauchen wir ja 4 Folgen für. 10 Folgen für. Heilige Scheiße. Ich hoffe nur, zwischen den 10 Folgen, weil ich die ja wahrscheinlich nicht am Stück aufnehmen werde, kommt ja nicht irgendein Steam-Update und dann heißt es, ja, Mission wurde zurückgesetzt. Sie haben zwar keine Nachteile erhalten, aber die letzten 9 Folgen, die waren quasi umsonst. Let's go. Das wär richtig sad. Aber der LKW ist nicht gerade der stärkste, ne? Ich meine, der fährt extrem smooth und so, ne? Also, hat ein schönes Fahrgefühl, aber braucht der ewig, bis er aus den Potten kommt. Muss ich mal ganz kurz gucken. Da wir auch den Boxerflieger fahren. Ah, der ist auch nur für 80 zugelassen. Ach, leck mich doch am Arsch. Gut, wie es aussieht, erreicht schon mit dem LKW nicht mehr als 80.
hart, Alter, wie er zusammenbricht. Schon bricht er wieder zusammen, ey. Da ist gerade mal eine leichte Steigung. Eieieiei. So, wir haben gerade mal 54 Stunden. Klingt jetzt nicht so viel. Ach nee, wir haben. Wie viel brauchen wir? Wir haben 123. Das klingt schon eher brauchbar. Das heißt, wir haben über 60 Stunden Reserve. Wir können also beliebig. Also nicht beliebig, aber. Wie wir wollen pennen. Sehr geil. Der toppen noch gerne. Einer will wahrscheinlich versuchen, die erste Nacht möglichst weit rauszuzögern. Dass wir erst pennen gehen, wenn es wirklich dunkel ist. Also schon fast dunkel geworden ist oder dunkel ist. Damit wir dann beim nächsten Tag auch möglichst den gesamten Tag mitnehmen können. Damit wir in einen relativ guten Rhythmus reinkommen. Ich glaube, das macht Sinn. Ah. Alter, wie grün das Wasser ist. Holy Wackamoli. Das ist ja totally abfuck. Da würde ich nicht baden gehen. Wenn er da drinnen war, sieht er aus wie die Typen von Avatar, nur statt blau-grün. Der wieder halt auf 60 zusammenbricht. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sollten doch 90 fahren. Wo wir können. Damit wir die ganz langsam Fahrten ausbügeln können. Ansonsten sind wir tatsächlich für doch ein bisschen knapper, als ich dachte. Heiliger Scheiße. Warum ist der LKW so untermotorisiert? Das ist nicht mehr feierbar. Vor allem 90 können wir auch nur hier in der Nähe von der Türkei fahren. Sobald wir wieder ein bisschen mehr in die Mitte von Europa kommen, dürfen wir nur noch 80 fahren. Wie man in Spanien fahren darf, weiß ich gerade gar nicht, aber ich glaube, da darf man auch nur 80 fahren. Na ja, so oft wie wir hier zusammenbrechen, ey. Nicht mal die 80 schafft er hier. Naja, wenn wir sagen, vorne machen wir erstmal Pause. Warum immer. Also da, ich sehe da zwei Schilder, aber ich sehe die Parktaschen gar nicht. Nutzen die das Tor ganz rechts? Eine vorne auf die Waage, okay. Was für ein Tor? Die irgendwelche Tore? Hier rein? Nee, ne? Ich bin verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was der Dude von mir möchte. Gut, warum steht der LKW hier? Egal, wir tun es auf jeden Fall mal gleich. Und machen der Telefonmode. Na dann, bis denn.